geht's, es nimmt schon auf, komm. Ja! Assalamu alaikum und hallo. Oh, assalamu alaikum und hallo, wie geht's euch, meine Lieben? Ja. Heute? Ja. Was machen wir für Video? Was haben wir an Österreich vermisst, wie wir in Indonesien waren, und was haben wir nicht vermisst und was haben wir jetzt von Österreich vermisst man in Indonesien und was nicht? Ich habe einen Hirnknoten. Egal, ich löse ihn. Also, es geht im Großen und Ganzen darum, was haben wir in Indonesien an Österreich vermisst? Richtig. Das ist mal das Erste. Ja. Willst du anfangen oder ich? Ich fange an. Am allermeisten haben wir vermisst unsere Familie und unsere Freunde. Stimmt. Und das gewohnte Umfeld. So, jetzt darfst du. Was hab ich noch vermisst? Käse! Käse, richtigen Käse. Und richtigen Stinkekäse. Ja. Und Schwarzbrot. Ich wollte gerade sagen, danke, Alhamdulillah. Ja, das ist übrigens unser neuer Freund. Freundin. Was auch immer, von mir aus auch Freundin, die Hermine. Ja. Was habe ich noch an Österreich vermisst? Die reine Luft, diese frische Luft. Stimmt. Das ist uns dann erst aufgefallen, gell? Wenn du da lebst, ja, schätzt es dann gar nicht mehr so. Ja, ich verstehe nicht, warum sich die Straßenkleber dort nicht auf die Straße kleben, um den Verkehr zu stoppen. Weil so ist. Okay. Aber kurze Botschaft an die Klimaaktivisten, bitte fahrt nach Indonesien und klebt euch dort auf die Straße. Inshallah. Gell, Hermine? Ja. Okay. Was noch? Was hast du noch an Österreich vermisst? Die Natur. Die Natur? Das Spazierengehen meinst du? Das Spazierengehen draußen, im Wald, beim Wasser. Ja. Das habe ich alles vermisst, ja. Einfach rausgehen, ohne sich Gedanken zu machen, weißt du? Okay. Hast du auch vermisst, dass du zum Beispiel an den Flüssen oder an den Seen spazieren gehst? Ja, habe ich gerade gesagt. Ah, hast du gemeint? Okay. Weil das Meer war ja, glaube über eine Stunde weg von uns. Eineinhalb Stunden, glaube ich. Ne? Ja, das habe ich auch vermisst. Ja, und das Meer dort, das war ja urschmutzig. Ne? Ja. Aber waren wir eh dort. Aber da, so weit sind wir jetzt noch nicht. Jetzt sind wir mal dabei, was wir an Österreich vermisst haben, wie wir in Indonesien waren. Ja. Die reinen Straßen zum Beispiel. Oder die Natur, was sauber ist. Genau. Ja, so wolltest du das sagen. Ja. Ist keine Therapiestunde, gell? Nicht, dass du das weißt. Ja, Herr Professor. Jawohl. Was habe ich an Österreich vermisst? Diesen Stress. Echt? Ja. Du? Ja. Dass ich das einmal sagen werde, das überrascht mich selbst. Mehr. Ja. Aber vielleicht kannst du eine Situation schildern, was in Indonesien anders ist als bei uns in Österreich. Wegen was? Stress. Oder nicht Stress. Ja, die Gelassenheit einfach, die machen alles ganz langsam. Mhm. Schon die gehen gar nicht, aber wenn sie gehen ganz langsam. Ja. Und denken nach, wenn wir einkaufen gehen, da geht es zack, zack, zack. Ja. Und dort? Dort geht alles. Piep, piep, piep. Dann wird man langsam alles in Zackerl eingepackt. Aber es wird eingepackt. Es wird eingepackt, ja, aber bei uns auch, bei manchen Shops. Okay. Beim DM zum Beispiel. Okay. Und alles ganz langsam einfach. Ja. Und egal, ob da schon 10 Leute hinter dir stehen, die machen sie keinen Stress. Und es regt sich auch keiner auf. Sorry. Es regt sich keiner auf. Nein. Ja?
Also es ist ja so in Indonesien, wenn du dort einkaufen gehst mit der Karte, dann musst du dem Verkäufer deine Karte geben. Der tippt mal deine Kartennummer ein. Dann tippt er den Preis ein in dieses Gerät. Dann wird das Geld transferiert, das dauert auch wieder. Dann kriegst du deine Karte zurück, das Sackerl, und dann kannst du gehen. Ja. Es war für mich manchmal eine harte Geduldsprobe. Ja. Okay. Weil in Österreich geht's zack, zack, zack. Genau. Ja. Oder sind die Menschen da manchmal doch etwas zu ungeduldig? Möglich, ja. Möglich. Okay, was haben wir sonst noch vermisst an Österreich? Du bist dran. Oje. Ich habe es vermisst, Deutsch zu sprechen. Ich habe es vermisst, mich mit meinen Freunden zu treffen und mich mit meinen Freunden zu unterhalten. Ich habe es natürlich vermisst, ins Gym zu gehen und zu trainieren und Unterricht zu geben. Mashallah. Sollte ich wieder anfangen zum Trainieren? Schon? Bin 40. Wenn ihr der Meinung seid, dass er wieder trainieren soll, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ich nochmal kämpfen soll, dann schreibt das auch in die Kommentare, weil ich bin ein bisschen unschlüssig. Also ich versuche dich ja schon seit gestern zu motivieren. Ne? Ja. Du bist Kampfsportler. Yes. Okay. Vielleicht machen wir da mal ein eigenes Video drüber. Ja. Okay, jetzt haben wir es. Was haben wir in Indonesien an Österreich vermisst? Ist fertig oder kommt noch was? Ja, habe ich auch. Also ich bin eigentlich, sage ich, nur Essen, gell? Aber die richtige Schokolade, oh, was die unsere Schokolade ist schon anders, ja, wie dort. Ja. Ich liebe Essen. Es ist ja so in Indonesien, die Schokolade ist ja dort ganz anders als bei uns. Ja, eben, sage ich ja. Und der Käse. Das muss man ja auch erwähnen. Wenn du in Indonesien dir einen Donut kaufst, dann ist ja der Käse darüber gestreut. Dieser Käse ist nicht wie der Käse wie bei uns, sondern es ist ein wie eher süßlich. Ein süßer Käse. Selbst die Pizza war süßlich, oder? Ja. Stimmt. Ja, die Pizza ist doch keine Pizza. Ja, außer beim Pizza Hut, da kommt es schon sehr nahe. Da sind wir wieder beim nächsten Thema. Wir haben die Pizza vermisst. Alles, was Essen eigentlich, das komplette Essen eigentlich, oder? Ja. Und so, das ist halt mit dem, was du aufwachst, mit dem, das isst du gerne. Ja, ja. Okay, jetzt kommen wir dazu, was haben wir in Indonesien nicht an Österreich vermisst? Das ist ja auch ein wichtiges Thema. Mhm, fang an. Die politische Islamfeindlichkeit. Okay. Ich verfolge keine Politik. Okay. Das war aber so das Einzige. Ich überleg gerade. Okay, das ist ja mal gut, ne? Wollt ihr sonst nichts sein? Na, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich so, wie es ist, in Österreich sehr zufrieden. Bis, wie gesagt, auf diese politische Islamfeindlichkeit, die was da dem Volk eingetrichtert wird. Aber das ist schon wieder ein anderes Video. So viel wichtig. Ja, haben wir eh schon einen Plan, was wir die nächsten 2 Jahre machen. Ne? Ja, aber sonst war es eigentlich schon so, dass ich Österreich auch sehr vermisst habe. Schätzt du jetzt Österreich mehr? Ja. Ja, auf jeden Fall. Du warst eigentlich immer so gegen Österreich. Na, ich war nicht gegen Österreich per se, sondern es ist eben, der Auslöser war auch, dass ich ja der Meinung war, wir müssten in ein islamisches Land auswandern, um auch dort unsere Religion
richtig zu praktizieren, aber das ist schon wieder ganz ein anderes Thema. Das ist schon wieder ein nächstes neues Video. Video. Also da darf ich ja gar nicht näher ins Detail gehen. Wird lang. Das wird ein langer Tag. Okay, jetzt sind wir in Österreich. Was vermissen wir an Indonesien? Meine Katzen. Ja, die vermisse ich auch. Einfach rausgehen und ich meine, es ist schlimm, dass da so viele Streunerkatzen gibt. Ne? Mhm. Es ist traurig, weil dort halt kein Kotz kastriert oder so wird. Mhm. Aber einfach, du bist rausgegangen und sind schon die Kotzen gekommen. Ja. Ne? Und wir haben ja dann selber zwei gehabt und ja, die vermisse ich ganz viel. Mhm. Ich vermisse die Katzen von uns da. Ja, inshallah. Wenn jemand Katzen hat, die was er zum Hergeben hat, am allerliebsten natürlich Babys, dann bitte kontaktiert uns und wir werden Ihnen ein liebevolles Zuhause bieten. Ja. Für immer. Für immer. Wir wandern nicht mehr aus, wir bleiben bis zum bitteren Ende. Wir beißen in den sauren Apfel. Eigentlich ist er kein saurer Apfel. Es ist schon wunderbar in Österreich. Naja, das war so ein fader Beigeschmack von mir. Aber Österreich ist wirklich großartig. Es ist, also wenn man einmal woanders gewesen ist eine Zeit lang, dann weiß man das auch wirklich zu schätzen. Ja. Was ich in Indonesien an Österreich noch vermisst habe, das muss ich da noch sagen, das Wort eines Mannes hat in Österreich Gewicht. Das wollte ich noch sagen. Alhamdulillah. So. In was? In welcher Hinsicht? Das Wort eines Mannes. Wenn ein Mann oder ein Freund zu dir sagt, ey, pass auf, so und so machen wir's, dann ist das zu 98, so, 99 diese Prozent. Diese Versprechen werden ja eingehalten. Ja. Ja, aber es gibt auch viele Österreicher, die ein Versprechen nicht einhalten. Selbst ja in der eigenen Familie. Also. Ja, selbstverständlich, aber trotzdem in Indonesien ist das mehr als hier. Ja, es ist eine Pflicht jedes Muslims, seine Versprechen einzuhalten. Genau. Und das, wenn man ja was sagt, dann soll man es auch halten. Ja. Was genau ich jetzt in Österreich an Indonesien vermisse, ist das fünfmalige Gebet in der Moschee und die Moschee ist voll. Die Moscheen vermisse ich auch, das ja stimmt. Das wollte jetzt, das ist mir zuerst nicht eingefallen. Ja. Schneidst du so kurz? Schneid mal komplett drauf. Aber das stimmt. Mhm. Aber sonst, ja, die Palmen vermisse ich auch. Die Palmen, die Moscheen. Und natürlich den Risa und seine Frau. Genau. Ja. Ein Salamu alaikum nach Indonesien zu unserem Bruder Risa und seiner Familie. Salamu alaikum. Ja, und sonst? Katzen, Moscheen, Palmen. Ja, fertig. Das war's so. Das Essen vermisst man nicht in Indonesien. Das Essen vermisse ich nicht, das Wasser vermisse ich nicht, also dort ja das Duschen und so. Naja, es ist ja so, die Dusche dort, wenn du duschen gehst, wenn du Glück hast, ist das Wasser warm, aufgehitzt durch die Sonne und wenn du Pech hast, ist es eben nicht warm. Was ich überhaupt nicht vermisse an Indonesien, ist dieses Essen. Dieses permanente, frittierte, ungesunde Essen. Aber du hast schon gern gegessen. Ja, aber in den Restaurants. Da habe ich gern gegessen. Aber wenn wir dann an irgendwelchen Straßenständen Halt gemacht haben, wo das Essen in der Früh gekocht wird und dann steht es stundenlang in der Vitrine, in der prallen Hitze, weil die haben ja dort keinen Kühlschrank an den Straßenständen. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Rate ich jeden ab davon, von dort etwas zu essen. Ich bin selbst, ja, habe ums Überleben gekämpft im Krankenhaus, bin fast eingegangen. Wenn du nicht gewesen wärst, die hätten mich liegen lassen. Ne? Ja. Aber sonst, es war eine großartige Erfahrung. Alhamdulillah. Ja. Subscribe my channel or I smash you. Alhamdulillah, wir sind froh, dass wir wieder zu Hause sind und es ist großartig. Und liebe Grüße nach Indonesien an alle Geschwister. Bleibt gesund. Und sonst noch was?
Vergesst nicht Salat zu essen und Orangensaft ohne Zucker. Oh nein, ich bin keine Prinzessin und arrogant. Entschuldigung. Ja, okay. Das war's? Okay, das war's, meine lieben Freunde. Salam alaikum, tschüss, Papa. Was ich noch vermisst habe in Indonesien, an Österreich, ist das Kochen. In meiner Küche. Chicken! The Chicken King is back, yo! Alhamdulillah.